Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute machen wir Schluss mit kompliziert und anstrengend. Schluss mit Rätselraten vor einem Ticketautomaten. Schluss mit Fragen nach Waben, Stufen, Kreisen. Schluss mit der Überlegung, liegt mein Ziel überhaupt noch in meinem Tarif oder brauche ich ein anderes oder ein Zusatzticket? Mit dem Deutschlandticket werden alle diese Fragen überflüssig. Und deshalb sage ich, was wir heute beschließen, hat das Zeug, die Geschichte des öffentlichen Personennahverkehrs neu zu schreiben. Mit dieser Reform zeigen wir, Deutschland kann modern, Deutschland kann digital und Deutschland kann einfach. Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, mich an dieser Stelle ganz herzlich zu bedanken. Danke an alle, die geholfen haben, das Ticket innerhalb kürzester Zeit zu ermöglichen, die Länder, die Verkehrsverbünde, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ÖPNV, die sich zum Teil stundenlang auch die Köpfe heiß diskutieren mussten. Es waren einige sehr schwierige Fragen zu klären, manche Probleme erschienen auf Anhieb kaum lösbar. Aber weil sich alle einig waren und das Ticket wollten, haben die Beteiligten am Ende immer zusammengefunden. Und das, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit. Frankreich, Frankreich überlegt, ein ähnliches Ticket einzuführen und plant, das in einem Zeitraum von 2 Jahren zu realisieren. Wir haben das innerhalb weniger Monate geschafft in Deutschland, in einem föderalen Staat, der viele Abstimmungsprozesse erfordert. Aber alle haben verstanden, Fortschritt ist besser. Und sicherlich haben auch die 52 Millionen verkaufte 9-Euro-Tickets geholfen, die eine klare Sprache gesprochen haben. Ich habe am Anfang Dinge gehört wie, sie lösen Probleme, die es gar nicht gibt. Und hinterher haben wir festgestellt, es gab die Probleme doch. Und wenn man den ÖPNV einfacher gestaltet, die Ticketstrukturen auf die Bürgerinnen und Bürger ausrichtet und nicht so sehr sie immer wieder den verkrusteten Verwaltungsstrukturen anpasst, dann geht plötzlich etwas. Und wir haben auch gezeigt, wir können mehr Fahrgäste motivieren, ohne dass wir zusätzliches Angebot brauchen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem zusätzliches Angebot brauchen, aber wir konnten die Auslastung erhöhen, und das war wirklich erheblich. So. Uns ist bewusst, dass ein Deutschlandticket allein nicht reichen wird, um die Menschen dauerhaft und deutlich größerer Zahl auf den ÖPNV zu bringen oder sie dafür zu begeistern. Deswegen haben wir die Regionalisierungsmittel auch erhöht. Die Länder erhalten regulär mehr als 10 Milliarden Euro, um den Nahverkehr zu organisieren. Und das ist auch notwendig. Es muss jetzt weitergehen mit dem ÖPNV. Angebote müssen angepasst werden, müssen so auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet werden, dass es wirklich richtig gut passt. Und dafür haben die Länder zusätzliches Geld bekommen. Und mit dem Ticket werden wir die Voraussetzungen auch schaffen, die Zugangshürden durch prohibitive Einzelfahrpreise und vieles andere zu überwinden. Wir schaffen auch einen leichten Einstieg in multimodale Mobilität. Das wird Menschen im ländlichen Raum helfen. Man muss nicht auf das Auto verzichten und kann trotzdem den ÖPNV nutzen. Man kann die Dinge miteinander kombinieren. Und auch deswegen ist es richtig, dass das Ticket digital wird und damit wir auch die Voraussetzungen schaffen, um besser planen, präziser planen zu können. Das Angebot ausweiten und die Tarifstrukturen so vereinfachen, dass sie zu den Menschen passen. Das sind wir den Menschen schuldig, und das schafft echten Fortschritt in Deutschland. Und ich will mich an dieser Stelle herzlich bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ÖPNV, auf die eine große Anstrengung zukam während der 3 Monate des 9-Euro-Tickets. Auch jetzt die Umstellung auf den Deutschland-Tarif wird auch noch mal eine Kraftanstrengung sein. Aber, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das lohnt sich. Und das lohnt sich für diese Gesellschaft. Das, was an wertvollem Dienst geleistet wird in unseren ÖPNV-Unternehmen, in den ÖPNV-Strukturen, ist wirklich enorm wichtig für unser Land, um die Gesellschaft mobil zu halten und um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und es lohnt sich, weil wir die Voraussetzungen schaffen, auch die Strukturen effizienter zu planen, effizienter nutzen zu können. Und deswegen freue ich mich sehr, dass dieses Ticket auch international so viel Beachtung findet. Ich werde überall auf Ministerkonferenzen international darauf angesprochen. Ich war jetzt gerade in den baltischen Staaten unterwegs, und man sprach von einem Role Model für ganz Europa. Und viele diskutieren schon die Frage, wenn es nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Staaten solche Tickets gibt, könnte man sie dann vielleicht auch europaweit
grenzüberschreitend anerkennen. Ich finde solche Gedanken wunderbar. Das sind die nächsten Schritte, nicht diejenigen, die wir heute gehen können. Aber dass man heute schon ein solches Ticket auch als europäische Lösung denkt, freut mich jedenfalls sehr. Wir schaffen jetzt die Voraussetzung, dass wir ein Deutschland-Ticket bekommen. Wir schaffen die Voraussetzung, dass der ÖPNV auch besser ausgebaut werden kann. Und damit leisten wir einen Beitrag für multimodalen Verkehr in Deutschland, auch in der Fläche. Und wir leisten einen Beitrag auch zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Das will ich auch noch sagen, denn die Tickets sind außerordentlich attraktiv. Und diejenigen, die über den Preis diskutieren und meinen, es müsste noch günstiger sein, sollen sich mal die Monatskarten anschauen, die es heute gibt, und das mit dem Deutschland-Ticket-Tarif vergleichen. Das ist schon ein großer Schritt und eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger als Fortschritt empfinden werden. Vielen Dank. Und bevor wir in der Debatte fortfahren, möchte ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir haben gerade erfahren, dass die frühere Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer verstorben ist. Unser Mitgefühl gilt Ihrer Familie, Ihren Angehörigen. Lassen Sie uns bitte kurz innehalten und Antje Vollmer gedenken.